Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt mit Retor, der Wikinger und Hallo Neighbor 2. Hallo Neighbor 2 ist der zweite Teil von Secret Neighbor. Wenn du Secret Neighbor nicht kennst und nicht gespielt hast, schäm dich. Schäm dich und Grund und Boden und guck dir das Spiel sofort an, lad's dir runter, kauf es und spiel es. Am liebsten mit 6 oder mehr Freunden, da macht's am meisten Spaß. Schäm dich. Nein, Quatsch. Also Secret Neighbor ist ein Spiel, was man auf jeden Fall gespielt haben sollte, wenn man auf sowas steht. Es ist ein Stealth-Horror-Spiel. Es ist von dem Entwicklerstudio Early Guest und von dem Publisher Tiny Build. Das Ganze erscheint, Hello Neighbor 2 erscheint am 6. Dezember. Secret Neighbor ist schon etwas länger draußen und es macht tierisch viel Spaß. Und Hello Neighbor 2 ist quasi die Fortsetzung, in der viele neue Dinge gibt. Es gibt neue Nachbarn, es gibt neue Möglichkeiten, die Nachbarn zu ärgern, neue Waffen, es gibt neue Rätsel. Also ist eigentlich viele, viele neue Dinge entstanden. Hier hat uns das Entwicklerstudio Eerie Guest Studios auch noch eine Nachricht auf dem Startbildschirm hinterlassen, die ich jetzt mal kurz vorlese. Hallo Nachbarn! Wir freuen uns sehr, euch diese Demo von Hello Neighbor 2 präsentieren zu können. Es handelt sich dabei um ein völlig neues Erlebnis, das euch einen Vorgeschmack darauf gibt, wie gefährlich eine Begegnung mit euren unheimlichen Nachbarn Mr. Peterson sein kann. Sie enthält neue Inhalte und viele neue Ideen, die wir vom Erin Guest Studios gerne mit euch teilen möchten. Keine Sorge, es gibt keine Spoiler, das würde Mr. Peterson nicht zulassen. Diese Demo wurde mit viel Leidenschaft und Liebe erstellt und wir würden uns sehr über euer Feedback dazu freuen. Wir sehen uns im Discord und denkt daran, traut euren Nachbarn nicht. Ja, so ist das Ganze. Das Ganze, wie gesagt, Tiny Ball Studio ist der Publisher, Eerie Guest Studios ist der Entwickler und das Ganze ist natürlich mit der Unreal Engine gemacht. Super schönes Spiel, ich kann es wirklich nur empfehlen. Mr. Peterson aus dem ersten Teil, ein super Charakter, auch wenn er natürlich der Böse ist. Aber in Hello Neighbor 2 werden wir jetzt in einer Demo einen kleinen Einblicke darin enthalten, ohne vom Spiel gespoilert zu werden, weil die Demo eigens dafür entwickelt wurde, einfach nur die Neuerungen ein bisschen vorzustellen. Ich freue mich tierisch darauf, das Ganze mit euch zu erleben und würde sagen, wir gucken jetzt mal da rein. Jetzt haben wir auch endlich die Hintergrundmusik. Das ist auch schön, dass es nicht so ruhig ist im Hintergrund. So, jetzt haben wir hier natürlich die Einstellungen, wie immer. Ich habe das 50% runtergedreht, damit ihr mich gut versteht. Anzeige. Super finde ich die Sprache. Wirklich in super viele Sprachen schon übersetzt und spielbar. Also wirklich großer Daumen nach oben, großes Lob an die Entwickler. Das ist beeindruckend. Könnten sich andere Spiele mal eine Scheibe von abschneiden. So, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und wir sind im Spiel. Mr. Peterson hat uns scheinbar mal wieder in seine Garage eingesperrt. Mit diesem Wagen hat er uns entführt. Und wir betätigen hier den Hebel, damit wir wieder herauskommen. Ach Mist, das ist nur ein Vorraum. Hier ist noch ein Brett, das wir entfernen müssen. Dazu brauchen wir allerdings eine Brechstange. Und ja, wir gucken uns erstmal so ein bisschen im Raum um. Hier brauchen wir Zahnräder. Wahrscheinlich ein rotes, ein ja, lilanes und ein gelbes. Das gelbe ist hier schon drin. Aber ja, weiß noch nicht, wie wir da rankommen sollen. Ja, ein bisschen in den Schrank gebackt, okay. Hier ist nichts. Hier können wir nochmal durchgucken in unseren alten Raum. Hier liegen ein paar Scherben, die den Mr. Peterson anlocken würden, wenn er in der Nähe wäre. Ist er aber bestimmt nicht. Da ist ein X drauf. Warum ist da ein X drauf? Nichts drin. Ah, guck mal hier, Brechstange. Und die Kiste können wir nicht aufmachen. Und da liegt Quatsch. Oder Steine. Und mit den Steinen können wir jetzt wahrscheinlich... Ja! Gelbes Zahnrad haben wir schon mal. Sehr gut. So, die Gießkanne. Da vorne hing ein Schlüssel, den wir dann hier wahrscheinlich verwenden können, ganz genau. In diesem Spiel geht es auch darum, dass wir verschiedene Schlüssel finden, um eine Tür zu öffnen, um die Kinder darin zu befreien oder selber aus dem Raum zu entkommen. So, ja, ah, da oben, da ist noch was. Da müssen wir mit der Brechstange wahrscheinlich da vorne durch. So, ein bisschen viel Dreck, schmeiß mal welche raus, die nicht alle mitnehmen müssen. So, machen wir das Brett hier weg. Crouchen da durch. Springen hier drüber. Klettern die Leiter hoch. Bin ein wenig erkältet. Wenn man es an der Stimme hört, tut es mir leid. Ich kann es leider nicht ändern. Ich würde es gerne. Aber so ist es nun mal. Hier ist das letzte Zahnrad. Nehmen wir uns mit. Bringen wir hier auf Mr. Petersons Auto. Und stecken das Zahnrad. So nicht. Sondern so.
und betätigen den Hebel. Sehr gut, wir können raus. Brechstange eben auswählen. Ja, wie immer ist auch ein bisschen Magie mit im Spiel, ne? Man sieht's hier. So, da ist Mr. Petersons Haus. Bin gespannt, wo er sich aufhält. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Wir müssen aber leise sein, ne? Sonst erwischt er uns. Was ist da oben? Gerade kratzt der Hals ein bisschen. So, gucken wir mal, da ist sein Sessel. Er scheint nicht. Oh Gott, da läuft er gerade durchs Wohnzimmer durch. Wo geht er hin? Geht in einen anderen Raum. Sehr gut. Ich gehe noch nicht rein. Ich will erstmal gucken von außen so ein bisschen. Das sieht nach der Küche aus, würde ich sagen. Steht in ein kleines Haus rum. So, hier ist die. Ja, der. Das ist der Zugang? Der müsste der Zugang zur Küche sein, ne? Von der Aufteilung der Räume her. So, hier liegt seine Katze. Ist das eine Katze oder ist das ein Hund? Das ist ein Hund mit Katzenmütze, oder? Oder ist es eine Katze mit Katzenmütze? Auf jeden Fall spielt sie damit irgendwas, was wir hier wahrscheinlich abnehmen müssen. Aber sie reagiert nicht auf die Brechstange. Gut, würde ich auch nicht. Ne? Wir müssen sie wahrscheinlich füttern, wenn hier ein Napf steht und wir da was reintun können. Wollen wir mal einen Blick rein riskieren? Hallo? Da steht eine Figur von Mr. Peterson. Eben hier durchlinsen, ob der wieder da ist. Das sieht nicht so aus. Nehmen wir uns mal die Figur. Ja, ah, ja, ich verstehe. Ja. Mr. Peterson auf dem Haus. Okay. Müssen da wahrscheinlich noch mehr Figuren hinstellen, würde ich fast schätzen. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Wo ist er? Fuck. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Ich glaube aber nicht, oder? Er guckt so rein. Er guckt. Ah. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Ich hoffe nur, er bleibt jetzt nicht hier im Raum stehen. Nein, er geht raus. Wunderbar, er könnte raus. Da oben hängt ein schiefes Bild. Das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Das muss man drehen. Ja. Man muss aber verschiedene Bilder wahrscheinlich finden, um hier irgendwo einen Geheimgang zu öffnen. Guck mal, der Wecker, den können wir aufzünden, um ihn wieder zu rufen oder hier hin zu locken. Was zu essen für die Katze. Ich gucke mich mal eben im Haus um, wenn er jetzt gerade draußen ist. Der ist gerade, glaube ich, wieder reingekommen, oder? Ja. Ja, okay, da kommt er gerade. Ist ein bisschen in die andere Richtung. Oh, fuck. Boah, er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Kannst du bitte gehen? Dankeschön. Ich warte noch einen Moment. Kann sein, dass der hier drüben jetzt wieder stehen geblieben ist. Oder ist der wieder durch die Tür gegangen? Das ist zumindest so angehört. Wir gehen mal raus. Hier ist das andere Bild, guck mal. Das hier sieht doch sehr nach einer Geheimtür aus, oder? Es sind aber normalerweise mehrere von diesen Bildern. Deswegen, da oben ist auch was. Ach guck mal, da steht eine kleine Figur. Brauchen wir einen Schraubenschlüssel. Ja gut. Fuck! Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall rausrennen. Der weg hier. Bei ihm verstecken. Gucken wir eben, ob der folgt. Guck mal da, da steht eine Schaufel, hängt eine Schaufel. Renn nicht rein. Okay, er scheint nicht hinterher zu kommen. Tun wir mal eben hier die Brechstange auswählen. Mit der Brechstange können wir das bestimmt öffnen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Also, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das öffnen. Keine Ahnung. Wir gehen mal vorsichtig zur Katze zurück. Oh ja, die ganzen vermissten Kinder. Missing. Eieieiei, was der schon wieder alle entführt hat. Der hängt sich da die schönen Trophäen auf. Ich hoffe, der steht nicht mehr in der Küche.
hier die Tür zu machen. So. Kitty, jetzt kriegst du was Feines, Leckeres. Da, guck mal da. Ja, hier ist schön für dich, ne? Guck mal da. Nimm's dir. Wir nehmen das da. Dankeschön. So. Jetzt ist das Problem, wenn er uns jetzt erwischt, dann ist dieses Kartenteil wieder weg und wir müssen das mit der Katze nochmal neu machen. Deswegen sollte er uns jetzt nicht mehr erwischen. Ab jetzt. Oder vorher schon. Er sollte uns eigentlich gar nicht erwischen. Ich will gerne wissen, wenn hier reinkommt. Aber wahrscheinlich müssen wir dazu noch mehr finden, ne? Ja, wir gehen nochmal hier rum und gucken. Oh. Da ist er, ist der gerade ins Schlafzimmer gegangen? Oder wie hat sich das angehört? Nochmal eben hier das Fenster. Oh. Da. Da steht ein Bär. Da steht ein fucking Bär. Wieso muss in Spielen, die ich spiele, immer irgendwo ein Bär stehen? Da steht ein Bär. Ich hoffe, das ist kein... Das ist bestimmt ein ausgestopfter, oder? Oh. Steht ein Bär einfach mal rum. Wo ist der jetzt? Der ist nicht in seinem Sessel. Ist kein Bock hier die Tür aufzumachen und dann sitzt er da. Oder steht da. Der ist auch nicht in der Küche, wie es aussieht. Wo ist Mr. Peterson? Eine Idee. Wir warten, bis der Wecker klingelt. Ich habe den jetzt nicht zu oft aufgezogen. Können wir das Schlüsselloch gucken? Ja, so ein bisschen, ne? Aber nicht viel. Wo ist der Kerl? Wieso klingelt der Wecker nicht? Drin ist er. Muss mal hier rein. Er kommt nämlich gerade. Geht er jetzt hier lang? Oder wo lang? Es ist natürlich blöd, dass man hier drinnen nichts sieht, ne? Könnte aber noch rausrennen, wenn er jetzt kommt. Mal gerade. Okay. Das ist ein ausgeschopfter Bär. Wir müssen scheinbar da einen Schalter finden oder eine Elektronik angebracht ist. Da ist dann wahrscheinlich ein Schlüssel. Die Schlösser drin, ne? Was ist das? Fuck, er hat uns gesehen. Okay, der wird aber jetzt gerade in der Küche sein. Das heißt, wenn wir jetzt einmal rumrennen, dann können wir da nochmal weitermachen. Hoffentlich. Ich hoffe, dass der nicht zurückgeht jetzt. Mal stealthen so ein bisschen. So, hier rein. Boah, fuck. Der liegt da jetzt. Wieso liegt der da? Okay, dann müssen wir jetzt woanders weitermachen. Jetzt kommt. Ich hab ihn gehört. Er kommt, oder? Das ist eine Arschgeige, dieser Typ. Boah. Alleine auch echt schwer. Ich müsste mal eigentlich eine Erfahrung bringen, ob man das hier auch mit mehreren machen kann. Aber... Das liegt da nicht. Aber wir haben hier gerade böse Musik. In der Nähe. Er geht gerade nach draußen. Er geht zurück. Geht wieder rein. Mal gucken, wo der hingeht. Sitzt in der Küche. Ich hoffe, er bleibt da jetzt auch nur mit lang sitzen in der scheiß Küche. Ich kann mich mal hier drin umgucken. Was das da oben für Zahlen waren. 9753. Steht ein Tresor.
steht ein Tresor. Ach, guck mal, die Lampe. Das gibt's doch nicht. Wieso kommt der jetzt direkt wieder hier rein? Wieso ist der so akribisch auf der Suche? Ja gut, klar, weil er mich gesehen hat wahrscheinlich. Oh. Der ist aber auch nervig, der Kerl. Können wir nicht mal was ausprobieren hier? Okay, also da sind die Fahnen und die Zahlen an der Decke. Das heißt, das wird die Reihenfolge sein. Ist der jetzt... Er liegt ernsthaft wieder in seinem Bett. Er ist doch gerade hinter mir hergerannt. Ach, Mann. Das ist aber auch ein nerviger Typ, wirklich. Gehen wir hier nochmal rein. Jetzt kommt. Habt ihr die Tür gehört? Er kommt schon wieder. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wieso steht er? Er legt sich schlafen und steht sofort wieder auf. Das ist eine richtige Arschgeige. Das ist richtig unheimlich, der Typ. Jetzt geht er wieder ins Schlafzimmer und legt sich wieder hin, damit ich da wieder nicht rein kann. Oder? Ernsthaft jetzt bitte nicht. Böse Musik, warum? Guck mal hier. Das Ding steht da. Ah, guck mal, da ist was drin. Ist egal. Ich würde jetzt mal sagen, rot, blau, grün, gelb. Ja, naja, es ist, das ist... Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Ist doch nicht wahr. Kann doch nicht wahr sein, dass der immer wieder hinkommt. Ja. Ich würde, glaube ich, mal in die Küche gehen. Und nochmal den Wecker ausprobieren. Der Wecker jetzt diesmal funktioniert. Damit der mal ein bisschen abgelenkt ist. Und nur einmal. Soll der da bitte hingehen? Natürlich, er sitzt da. Er sitzt in seinem Scheißsessel während der Weckerklingel. Das kann doch nicht sein. Mann! Wecker klingelt und er sitzt da in seinem Sessel. Was ist denn hier? Gehen wir da hoch? Ja. Ach, guck mal, das ist der geheime Raum. Da liegt ein Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel drin. Cool. Ja, gut. War auch irgendwo klar, ne? Eigentlich. Gehen wir halt mal von hier rein. Hoffentlich sitzt er jetzt wieder in seinem Sessel. Nein, tut er nicht. Liegt bestimmt wieder im Schlafzimmer. Jetzt geht er zu seinem Sessel hin. Setz dich. Danke. Können wir hier rumlaufen. Und hoffentlich kommt er jetzt nicht wieder hinterher. Blau, grün, gelb. 3, 7, 9, 5. Nein, 3, 7, 9, 5. Ja, eine Schä. Was? Kein Platz? Eine Schere. Puh, mit der Schere. Ja, das ist eine Arschgeige, das gibt's doch nicht. Ach, Mann, ey. Sorry, wenn ich so oft Arschgeige sage, aber es ist wirklich eine Arschgeige. Ich meine, er sperrt Kinder in seinem Haus und seinem Keller ein. Ne? Also, was soll das für ein Mensch sein? Jetzt haben wir eine Schere. Immer noch.
Achso, das ist dieser Arm von dem Roboter, ne? Und wir haben diesen Zettel noch. Ich weiß nicht, was man. Ja, genau, diesen Zettel. Wollte ich jetzt nicht auswählen? Ich nehme die Schere. Man soll ja nicht mit Schere in der Hand rumlaufen. Und hier kommt noch auf. Ich habe gedacht, wir können das Bild da nehmen. Ach, guck mal hier. Wir müssen eben auf dem Hausplatz. So müssen wir das in der Reihenfolge machen. Wir müssen den Jungen und das Mädchen noch finden. Der Junge ist da oben, aber ich weiß nicht, wie man ran. Moment, kommt man vielleicht von hier aus ran? Nee, nicht wirklich, ne? Kann ich das durchschneiden? Nee. Er hat einen Schlüssel an seinem. Was, wo? Er hat mich gesehen? Oder? Ja, er hat mich gesehen. Wie auch immer er mich gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie verbuggt ist, dass der mich durch die Wände hindurch sieht. Sollte er nämlich eigentlich nicht tun. Oder dass es hier einfach viel schlimmer ist als früher, dass man hier wirklich immer schleichen muss. Normalerweise kann man sich auch ein bisschen so durchbewegen. Frage, geht er jetzt raus? Oder wahrscheinlich nicht. Natürlich. Mann, es ist aber auch echt schwierig, muss ich wirklich sagen. Es ist richtig schwierig. Der ist immer da, der kommt immer hinterher. Irgendwie findet der uns die ganze Zeit. Blöde Idee mit der Schere, kann ich das nicht aufschneiden hier, ne? Nee. Ist ein richtig nerviger Typ. Richtig nerviger Typ, wirklich. Kann doch nicht sein, wir müssen uns da drin doch mal ein bisschen umgucken können und noch ein bisschen machen können. Aber vielleicht ist das wirklich auch darauf ausgelegt, dass man die Demo auch mit mehreren Leuten spielt. Dann ist es einfacher. Einer lenkt ihn ab. Dann der andere. Was macht dieser Roboter? Ich glaube, der hat was im Inneren. Guck mal, da ist eine Tür. Ja, wir können die Arme bewegen. Warte mal, wir richten den jetzt mal aus. So. Das ist der Hebel für den Bären, würde ich sagen. Lassen wir mal die Tür da offen. Nein. Jetzt geben wir zwei Dreher. In der Hoffnung, dass er jetzt klingelt und dass die, ja, tu da. Ist er. Rein. Ich wollte sagen, dass die offene Tür, aber er hat die Tür geschlossen. Mann. Ich wette, der geht wieder in sein Schlafzimmer, weißt du? Ah. Wenn ich jetzt warte, wenn ich mir den jetzt angucke, die ganze Zeit hier, der steht jetzt nicht auf. Der steht nicht auf. Wenn ich aber jetzt in einen anderen Raum reingehe, dann steht er plötzlich. Okay, er steht doch auf. Da geht er, geht ins Wohnzimmer. Und setzt sich natürlich in seinen beschissenen Sessel. So dass ich nicht wirklich an ihn rankomme. An ihm vorbeikomme. Er ist gerade wieder aufgestanden. Ist halt ernsthaft wieder aufgestanden. Was ist das für ein hyperaktives Eichhörnchen? Er ist doch bestimmt wieder im Schlafzimmer, oder? Wir warten jetzt hier im Schrank, bis der rübergeht. Dann gehen wir zu den Bären und tun den blöden, ja, guck mal, da geht er. Und den Schalter da einfügen. Geh da rüber. Ja, danke schön. So. Schlüssel. Danke. Müssen wir immer noch rausfinden, was wir mit der Schere machen. Da unten liegt
ein Stück Schlamm. Guck mal hier. Ah, jawohl. Hier finden wir bestimmt den Schraubenschlüssel, oder? Da ist was. Da ist was drin. Ach, so ein Zettel. Was machen wir mit diesen Zetteln? Da ist ein Schlüssel drin. Ich kann nichts mehr rauswerfen. Alles andere sind Gegenstände, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob wir die Schere noch mal brauchen, deswegen, sonst hätte ich die rausgeschmissen, aber wir müssen uns diesen Schlüssel holen. Und was machen wir mit diesen Zetteln? Das gibt's doch nicht. So, aber auch, man kann sich da drinnen nicht so gut umgucken, dass... Hier wieder ein Bett? Nee. Oh, guck mal da! Und hinter der Scheune ist ein X. Wir müssen hinter die Scheune, da ist irgendwas. Hinter der Scheune ist irgendwas. Oh. Auf jeden Fall schon wieder spannende Rätsel, die hier eingeführt haben. Und was man so machen kann, ist echt super. Bist du das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Stein. Nee, das ist hier, guck mal, das ist kein Baum, das ist so ein Pfosten hier, so ein Stromleitungspfosten. Zum Glück haben wir die Schaufel schon. Das da ist die Schaufel. Das da ist die Schaufel. Ah, guck mal, da liegt ein Püppchen. Cool. Die mussten wir links außen platzieren. Das ist wirklich cool. Jetzt haben wir ein Püppchen, also hier Mädchen, Püppchen. Müssen wir nur erklären, wo der Typ wieder ist. In seinem Schlafzimmer. Das bedeutet, wir können eben schnell. Das ist eigentlich ein Schlüssel drauf machen, ne? Aber ich will hier rein. So, dahin. Nochmal gucken. Mal kontrollieren. Ja. Der Junge muss in die Mitte. So, jetzt gehen wir den Schlüssel noch aktivieren. Hat nur einen Schlüssel, ja. Ja, wir müssten eigentlich noch alle Bilder finden. Hier waren wir noch gar nicht dran. Guck mal, wie das hier aussieht, ey. Wir schließen. Wir schließen. Tür geht nicht so schließen. Oder? Das Geräusch hat sich gerade angehört, als wenn wir die Tür geschlossen hätten, aber es hat nichts gemacht. Ich glaube, der ist in der Küche. Ich bin sicher, wenn wir darauf drauf treten, auf die Dinger, die am Boden liegen, dann kommt er. Und aus diesem Raum können wir nicht raus. Er ist gerade in die Küche gekommen. Ich glaube, er geht hier gerade vorbei. Mal da oben. Okay, die Tür hört sich so an, als wenn wir sie schließen können. Tun wir aber nicht. Das ist entweder ein Bug oder... Da oben ist so ein Bild. Ich schätze mal, wir müssen in die Badewanne und auf das Ding drauf, um das Bild zu aktivieren. Ja. Leichter geht's nicht, ne? Ich höre die ganze Zeit Musik, sitze hier nebenan. Nee, tut er nicht. Wir gehen mal eben nach nebenan, weil da muss auch irgendwo ein Bild sein. Da ist es. Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier.
Theoretisch sind es wahrscheinlich 5. Oder sogar 6. Diese böse Musik ist einfach immer da. Nee, also hier sehe ich jetzt kein Bild. Mist. Da war ich zu unvorsichtig. Oh, okay, wir liegen draußen rum. Aber er hat uns alles abgenommen. Wir müssen alles wiederholen. Wir müssen die Schaufel wiederholen. Wir müssen. Das ist natürlich die Frage, liegt die am alten Ort oder hat er die jetzt irgendwo anders hingelegt? Liegt die Schaufel hier hinten? Ja, da liegt sie. Okay, sie liegen alle am alten Ort. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Die Zettel haben wir nicht. Oder hat er die Zettel? Ja, wir brauchen ja eigentlich die Zettel nicht. Puppe haben wir ja schon draufgestellt. Das heißt, die dürfte nicht wieder weg sein, da hinten liegen. Die Schere wird wieder hier in dem Kissen drin sein. Den einen Schlüssel, den hat man noch nicht geholt. Und er sitzt natürlich wieder in seinem Scheißsessel. Das ist ein Spiel zum Fluchen, deswegen fluche ich auch. Ne? Also, nur mal so. Da ist er wieder. Bild hängt noch. Schlüssel. War nicht die Schere hier? Ah ne, die Schere war da hinten. Fuck, 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 wo kam der? Der kam auch wirklich reingerannt, ne? Lassen Sie mich in Ruhe, Mr. Peterson. Ich rufe die Polizei, ne? Kumpel. Wieder zurück. Jetzt sitzt die Arschgang halt wieder in seinem scheiß Stuhl, ne? Jetzt will ich in den Raum da rein. Das ist natürlich die Frage, brauchen wir die Schaufel noch für irgendwas? Ich weiß es nicht. Wann ist der aufgestanden? Wann ist der aufgestanden? Na komm, na komm. Aber guck mal, da geht der direkt wieder, wenn ich das Haus verlasse. Der da hängen hat. Was der da an seinem scheiß Dings hängen hat. Ich brauche diesen Schraubenschlüssel, den er da hängen hat. Guck mal, der ist gerade rausgerannt, ne? Ja, hast du richtig gesehen, ne, Kollege? Ich brauche diesen Schraubenschlüssel. Hat mich jetzt nicht gesehen, oder? Aber wie kann ich den... Früher konnte man den blenden. Früher hatte man eine Taschenlampe und konnte den blenden. Damit war der bewegungsunfähig eine Zeit lang. Dann hätte ich ihn dann wegnehmen können. Aber wie soll ich das hier machen? Ich habe keine Taschenlampe. Entweder muss ich noch eine Taschenlampe finden. Warte mal. Ach, guck mal hier, können wir auch durchgucken. Wunderbar. Und der gerade. Wir haben 4 Bilder, oder? 1, 2, 3 und 4 drüben. Wie soll ich an diesen blöden Schraubenschlüssel kommen? Er sitzt halt drauf, ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wie soll ich da rankommen, wenn er darauf sitzt? Mal probieren, ob ich mich irgendwie unter das Bett legen kann oder so. Oder kann ich den mit dem Schlamm irgendwie bewerfen? Nein, kann ich nicht. Okay, wenn ich draußen bin, dreht er sofort um.
sitzt er wieder. Oh, Mann. Das Spiel ist so gut, ne? Es macht so viel Spaß. Auch wenn es echt nervlaufreibend ist. Der Katze kann ich jetzt nichts mehr machen, ne? Hier das Ding auch mal abnehmen oder so? Ne, ich glaube nicht. Ist der noch da? Ne, er läuft schon wieder rum. Kommt er wieder? Er kommt wieder da lang? Ja. Ist das, weil ich mich hört? Sitzt er. Geht er da lang, warte mal. Müssen wir uns beeilen hier. So. Jetzt einfach durch. Komm schon. Nein. Das ist meistens auf Zeit. Okay, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Oder ich habe ein Bild übersehen. Eigentlich waren es immer 5. Bin ich hier im Flur? Ah ja, ich habe ein Bild übersehen, okay. Die Arschgeige gerade. Das heißt, wir müssen eigentlich im Flur anfangen. Ja, klasse. Ich hab's, glaube ich, wieder rumgedreht. Ah, das ist natürlich auch, wenn wir einfach mal durchrennen, aber dann ist der halt direkt im Badezimmer hinter uns her. Im Badezimmer wird es uns dann zum Verhängnis, wenn wir durchrennen. Wobei, wenn die Tür einmal offen ist, dann ist es auch egal. Jetzt sitzt er da auf dem Stuhl, weißt du? Als wenn ich nichts anderes zu tun hätte, Kollege. Hier reinkommt. Wir sind draußen, der ist eigentlich direkt wieder zurück, ne? Vielleicht können wir das auch so machen. Ist der aber da drin? Das ist blöd. Ah, Mist! Ach, Mann! Die Schaufel ist jetzt weg, ist okay, aber das ist halt für die Bilder jetzt wieder blöd. Die drehen sich gleich wieder. Doch alle. Ah, jetzt haben sie sich gerade gedreht. Hast du es gesehen? Haben sich gerade gedreht. Boah, ist das ein nerviger Typ. Mist. Da kommt sie. Jetzt die Tür. Ja. Schlüssel. Noch eine Brechstange. Hä? Noch zwei Brechstangen. Schnell raus hier, damit du sich den Schlüssel abnehmen kann. Das ist nämlich jetzt gerade essentiell. Oh. Ach so. Haben wir jetzt vielleicht zwei Brechstangen, weil wir dann die Tür öffnen können, dieses Tor hier öffnen können?
Unsere Schaufel, hallo. Kann man auch so da reinklemmen, genau. Kann man da jetzt irgendwie das Tor öffnen? Machen. Hier nehme ich es nur wieder. Wo klemme ich sie da rein? Mit der Schaufel vielleicht? Hebelwirkung? Also ich bin mir fast sicher, ich muss das hier irgendwie so machen. Aber keine Ahnung wie. Sollen wir die einfach mal da stecken lassen? Vielleicht brauchen wir auch noch von dem das blöde Ding da. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da unten vielleicht die Taschenlampe finden, mit dem wir eben blenden können und das Ding abnehmen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verwende jetzt erstmal den Schlüssel. Damit wir das haben. Dann, wo ist er denn? Da ist er. Ja, der läuft gerade wieder durchs Wohnzimmer. Jetzt kommt er raus. Und wenn ich jetzt reingehe, steht er wieder im Wohnzimmer. Nee, okay, doch nicht. Gut, den Raum haben wir jetzt auch. Wir gucken uns da aber noch mal kurz rum. Falls irgendwas... Ob du uns da kriegt. Jetzt mal hier draußen und gucken, ob hier noch was liegt. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Irgendwas, was wir übersehen haben, um diese blöde Tür da zu öffnen. Was ist das eigentlich für ein Fenster? Hat es vielleicht was mit dem Fenster zu tun? Das müsste an der Treppe da sein. Da ist doch so eine Treppe. Meine ich, hätte ich aber gesehen, wer verbarrikadiert die Treppe, dass man da nicht hoch kann. Aber vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe, hab's schon mal so ein bisschen angetestet, aber nie so weit. Wo ist er? Ist nicht in seinem Sessel. Ist auch nicht im Bett. Da ist er. Haben gefunden. Hat der gerade... Oh nein. Hat der meine Brechstange? Hat der die Brechstange da hinten weggenommen? Oh. Der hat die Brechstange weggenommen. Nein. Mist. Das war nicht meine Absicht, dass er die Brechstange nimmt. Hat er die wieder zurückgelegt? Hat er die wieder da an den Platz gelegt? Können wir eben schauen. Das könnten wir doch eventuell hier sehen, oder? Ja, die liegt wieder da. Okay. Echt krass. Echt schwierig. Also ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt da irgendwie... Vor allem auch, wie ich an seinen blöden Gürtel da kommen soll. Eventuell, wenn der sich hinlegt ins Bett. Ich habe keine Ahnung, wann er das tut. Kann ich hier vielleicht graben? Nein. Wo ist die Schaufel hin? Mist. Mist. Ich habe die Schaufel weggeschmissen. Oh. Ja, die Schaufel ist weg. Mist. Ja, komm, wir lassen uns mal erwischen vielleicht. Ist dann alles wieder da. Hallo, Sir. Achso, wir können uns mal hier umschauen. Vielleicht ist hier noch was. Vielleicht müssen wir hier mit der Schere schneiden.
Hätte jetzt erwartet, dass er da drin liegt, ne? Warte mal, beim Bärchen, beim Haar. Beim Hasen mit der Beere, mit der Schere schneiden. Nein. Das war's nicht. Oh. Vielleicht auch ein gutes Versteck. Vielleicht ist da im Schrank noch was. Jetzt hätte er mich eigentlich sehen müssen, als er hochgeguckt hat, oder? Der Schraubenschlüssel, er hat den Schraubenschlüssel am Revers hängen. Das ist doch der Hammer. Er kommt garantiert zurück. Ich hab schon vor ganzer Aufregung mein Mausbett hier komplett verschoben. Ja, siehst du, da kommt er zurück. Ich muss mir die Ohren abschneiden. Nein, können wir nicht. Aber wir wollten uns ja eigentlich erwischen lassen, ne? Ich hab echt keine Ahnung. Da hat er uns. Hoffe ich, dass ich die Brechstange noch habe. Nein, die habe ich gerade weggeschmissen. Ja, super. Die liegt jetzt, entweder liegt die da drinnen oder die liegt jetzt wieder hier oben. Die haben wir noch hier oben gefunden gehabt. Da gehe ich mal eben gucken. Nein. Mist. Oh, eine Schaufel. Jetzt wollte ich mal gucken, ob man den hier, den kann man nicht weggraben. Ich tippe auch drauf, da würde man dann weitere Hinweise hier im Spiel bekommen, wenn das so ginge. Habe ich den jetzt bekommen? Okay, die Schaufel haben wir jetzt als scheinbar als Standardgehänge gestanden. Warte mal. Wenn ich die Schaufel jetzt hier ablege, wenn wir keinen Gegenstand haben, ich das schaffe, dem das abzunehmen, dann ist es, wenn er uns erwischt hat, vielleicht unser Standardgegenstand, den wir behalten. War ja auch gerade schon ganz schön knapp. Ja, er hat uns erwischt, ist egal. Ich hoffe, wir haben den behalten. Nein, haben wir nicht. Super. Aber so geht's, wenn er sich da hinsetzt. In der Küche geht's am besten. Mal gucken, ob der überhaupt auf die Wecker reagiert. Der reagiert gar nicht darauf. Das ist ein bisschen schade, der hätte jetzt eigentlich kommen müssen. Kommt er? Sich da bitte hin. Hat er, glaube ich, reagiert. Er kommt trotzdem nicht. Das ist scheinbar buggy. Das hätte eigentlich was auslösen müssen. Das können wir nicht greifen, ne? Nein. Kommen.
schnell weg. Ich hab ihn. Sehr geil. Sehr gut. Mal unsere Schaufel hier wieder mitnehmen. Tschüss, Kollege. So, jetzt können wir da oben das Ding öffnen. Wow, sehr gut. Wow, oh, da kommt er raus. Oh, oh, der hat mich erschrocken. Oh, der hat mich erschrocken. Oh, der hat mich erschrocken. Boah. Kommt er da raus? Jetzt wandert er natürlich da hinten rum, klar, weil er jetzt den Schraubenschlüssel haben und... Nichts anderes, ne, ne, ja, nichts anderes. Da waren wir dran. Können wir auch nichts machen, ne? Wir haben auch nur noch ein Schloss. Das Schloss wird garantiert durch den... Aber wir können das echt jetzt hier durchspielen, ne? Das Video geht schon viel zu lange für ihn angespielt. Aber ich will das jetzt haben. Ich will das jetzt machen. Ja. Oh, sehr geil. Wir kommen hier rein. Oh. Okay. Wir haben die Demo scheinbar durchgespielt. Klar, da geht es jetzt nicht weiter. Man soll gar nicht von außen in den Keller reinkommen. Wir mussten die Schaufel entfernen, damit wir da wieder raus können. Wahrscheinlich. Das sehen wir dann im erschienenen Spiel. Das Video ging jetzt 52 Minuten. Das ist fast doppelt so lange, wie meine normalen angespielt gehen. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben die Demo durchgespielt. Es ist super geil. Es macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ein bisschen geflucht wurde, aber so ist das nun mal, wenn es nervt, dass der einen die ganze Zeit erwischt und die ganze Zeit verfolgt. Aber es ist ein super geiles Spiel, es macht super viel Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, testet die Demo, spielt das Spiel und wenn ihr den ersten Teil Secret Neighbor nicht kennt, probiert ihn aus. Also mega gut, richtig gut, es macht richtig Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft auch gerne mal kommentieren, was ihr von dem Spiel haltet, wie ihr das so findet, ob ihr das schon kanntet oder kennt. Und ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer seht, wenn ein neues Video online geht. Ich bedanke mich, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!